1, 2, 3. Ah. Ich werf eine Keule unter mein Bein durch. Oh. Ich werf eine Keule unter mein Bein durch und lass eine Glocke dabei läuten. Oh. Nein. Hinter den Rücken durchschmeißen. Oh. Hopp, hoppa. So, jetzt kommt Trick Nummer 1. Merkt euch das ein. Egal. Ja. Was ist, wenn ich runterfalle? Ja. Ihr seid voll gemein. Ja. Aber was ist, wenn ich runterfalle? Ja. Pups, sagt man nicht. Ich kann versuchen, freihändig zu stehen, soll ich? Ja. Und was ist, wenn ich mich verletze? Ja. Scheißegal, sagt man nicht. Man kann Dünnschiss egal sagen. Achte! Was? Ich hab noch einen Versuch, hab ich selber entschieden. Ich bin immer schlimmer. Ich schaff's. Ich schwör. Ich schwör. Ihr dürft jetzt einfach die Klappe halten. Ich kann gezielt fallen mit dem Knie direkt auf deine Nase. Ja, Moment, noch nicht. Wenn ich die Hände 3 Sekunden wegmachen kann, dann dürft ihr klatschen. Ich bin dann in die Luft klappen. 1, 2, 3. Und plötzlich kam der König geritten. Hey, du da, Bursche! Gib mir das Schwert! Boah, schauen wir mal. Ja, genau, mit Tischbreite. Das da? Ja, das da. Weißt du überhaupt, wer ich bin? Ich bin König Athos. Recker der Enterbten, Beschützer von Jungfrauen, Erschläger der zahllosen Kranken, König von England und rechtmäßiger Träger dieses Schwerts, also her damit. So, Frecher, jetzt reicht's. Ah, now, why is it big?
Das hin! Aber gegen jede Aktion kann man eine Gegenaktion machen, einen sogenannten Bruch. Will er an sich reißen den Schlag oder spitzt? Also will er an sich reißen den Schlag oder spitzt, soll ihm in das Gesicht weisen. Das da, so. Ja, deshalb die Gummi. Will er dich werfen über den linken Fuß und hat dir die Streitaxt an den Hals geleitet? Und ich sag, den lassen wir aus. Nein, den machen wir jetzt. Geht schon. Geht's ja da ein bisschen zu, bitte. So, für die Stirnmauer, genau. Also halt. Um den Hals geleitet und den Hals geleitet. So fahr ihm hinter seinen Ellbogen mit einer Hellebarden, dass das Unterend über sich kommt und stoß ihm oben von dir, so wirfst du ihn. Ja, das ist freie Interpretation. Aufgegeben. Da stand und keiner will vorschlagen, also wenn sich keiner traut. So fang an mit einem großen Streich. Geht er dann auf mit der Versatzung, so verzuckt den Streich und stoß ihm zu dem Leib oder Gesicht. Das kann er wohl nicht treffen und ist gut. Es ist gut. Zu dem Gesicht. Werde dir das und streich dir den Stich ab, so zucke an dich und fahr in die Oberhut und erzeuge dich, samt du ihm aber inwendig zu dem Gesicht wollest stechen und fahr in das Dorf und stich ihm auswendig da an das Gesicht. Werde dir das und streich dir den Stich ab, so streit mit deinem rechten Fuß hinter seinen linken und mit deinem Schwert des Kopf und seinen Hals, so wirfst du ihn gegenüber deinem rechten Bein, als du gemollst. Und dich schäbert und den Ort. Das heißt, das alles gut. Weiter geht's. Aber ein Stück. Bind gegen ihn und stich ihm inwendig zu seinem Gesicht. Wehrt er's und streicht er den Stich ab, so fahr in die Oberhut und du hast ihn inwendig, wollest zustechen und fahr in das Durch und stich ihm auswendig an das Gesicht. Genau das gleiche wie vorher. Streicht er dir das ab, so fahr mit deinem Schwert des Knopf in seine linke Kniebuch und reiß an dich und mit dem linken Ellbogen in seine linke Seite und stoß von dir, so wirfst du ihn auf seine rechte Seite, als du gemollet stehst. Ha ha!
springen, oder was? Ja, immer. Thank you.
Thank you.
soll denn das sein? Honig! Also, ich lese jetzt nochmal nach. Bitte. Und da steht's, das ist eh auswendig. Da steht, Sie schlagen sich motiviert, die Schädlein! So, und jetzt alle mal gemeinsam. Sie schlugen sich motiviert, die Schädlein! Sehr schön. Und jetzt, geht's los. Hey, die können so gut gehen. Oho! Hey, wo hast du denn das gelernt? Wo ich herkomme, macht man das immer noch so. Ja, viel mehr aus dem Handgelenk. Nun ja, irgendwann den Trend bemerken Sie, dass das... die Prinzessin entführt hatte. Ja, wenn ich es mir so recht überlege, hat wohl das Kumpelschwänzchen die Prinzessin entführt. Haha! Erstens stimmt es und zweitens von sie mir entführt. Hättest du wohl gern. Oh, wie heute Dampfer. Ich war das nicht süß. Schau, was du angebracht hast. Ach was, der war doch vorher schon so. Ja. Na, aber denke, es ist immer sinnvoll, gemeinsam gegen den Stärksten zu gehen. Und der da ist männlich. Oh ja, männlich. Und stark. Jetzt pass auf! Komm, halt mir die Schuhe!
besten klappt's, wenn du deine Luft anhaltest und nur durch die Popo atmest. Ich schraube jetzt die Kiste ein bisschen fest, okay? Damit es nicht so wackelt.